Heute probiere ich das Delbrücker Festbier von der Havarie Braumanufaktur. Herzlich willkommen zum Knölsch Bierkanal. Heute gibst du das von der Havarie Braumanufaktur, das Delbrücker Festbier. Ja, die Havarie Braumanufaktur habe ich neulich besucht, ist in Delbrück, in der Nähe von Paderborn. Das ist deren Festbier mit 5,0 Volumenprozent Alkohol, handgebraut in Lederhosen. Es ist Zeit für das Delbrücker Festbier. Ab geht die Gaudi. Naturtrüb, unfiltriert und deren Bier sind alle in Flaschenreifung vergoren. Ja, mit Zucker drin, ne, so wie ich es auch mal erklärt habe. Ja, ansonsten, viel mehr kann ich dazu nichts erzählen. Wenn man mal in Delbrück ist, auf die Öffnungszeiten achten, dann kann man schön mal vorbeigehen und gucken. Geh mal Braukurse an. Geh mal Braukurse. So. Naturtrüb. So steht es auch drauf. Ja. So. Naturtrüb. Boah, ein schöner Bernsteinton. Ein bisschen Malzigkeit mit ein bisschen, ja, so was wie eine Mandarine, finde ich. Ja, Mandarine am ehesten. Vielleicht ein bisschen Beerenfruchtigkeit dabei, aber am ehesten wirklich die Mandarine. Welche Hopfen und Malze drauf und drin sind, steht nicht drauf. Nur, dass es eben nach dem Reisgebot gebraut ist. Ja, probier mal, ne? Prost! Interessant ist, es schmeckt wesentlich stärker als es ist, 5% und es wirkt so, als wenn es kräftiger wäre. Also wenn ich hätte raten müssen, hätte ich es auf locker 7-8% geschätzt. Weiß nicht warum. Schmeckt relativ stark, aber sehr lecker, süß, kräftig. Ja, so. Mandarinen habe ich jetzt im Geschmack nicht. Im Geschmack ist wirklich eher das Malzige, was überwiegt. Vielleicht ein bisschen Honig. Im Nachdruck ein bisschen bitterer werden, an der Zungenspitze vorne. Lecker. Ja, kann man sich gut vorstellen, mit zu feiern. Ja, doch lecker. Kann man sehr gut machen. Delbrücker, wie gesagt, wenn ihr mal in der Gegend seid, auf jeden Fall mal vorbeifahren, euch ein paar Bierchen mitnehmen. Der hat immer sehr schöne Sachen da, auch mal was am Hahn, wenn man was probieren möchte vor Ort. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr das schon kennt, lasst gerne mal einen Kommentar da. Ein Abo, Daumen nach oben. Bis bald. Prost.